Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und ihr habt den Titel schon richtig gesehen. Rathaus 8 defft ein Rathaus 12. Und das ist so lol, kann ich euch sagen. Und ich habe den Angriff zwar nicht live gesehen, aber ich habe später reingeguckt, denn auch hier gucke ich immer mal wie ein bisschen quer, habt ihr ja gesehen. In der Liga gehe ich gerne mal so ein bisschen, also jetzt nicht mit allen Accounts in andere Clans rein, aber ich bin mit dem Chief Barfuß hier im Clan, jetzt muss man mal gucken, Clash Fighters oder Clash Fighter. Und die hier kann ich immer mitspielen. Die sind oben nicht so viele und haben dann im unteren Bereich eher wenig. Und hier wollte man eigentlich eine 30er CWL spielen, ist aber gar nicht dazu gekommen. Wir spielen eine 50er CWL. Haben dann doch vielleicht ein bisschen zu viel gefehlt oder zu viele sind im Moment offline. Aber nichtsdestotrotz haue ich natürlich rein und zeige euch den Angriff von dem Rathaus 12. Und wir gucken uns das auch mal ein bisschen, ich würde sagen, mal ein bisschen genauer an, denn das ist schon ziemlich interessant, wenn man etwas so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Und das Ganze war hier im ersten Krieg, also ist jetzt auch schon 2 Tage vorbei, beziehungsweise ist es schon 2 Tage rum. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich das Ganze nochmal ein bisschen hier zu Papier bringe. Mit zu Papier bringen meine ich eigentlich, dass ich ein Video davon mache, denn ich vergesse auch gerne mal ein bisschen was. Ihr habt ja gestern gehört, ich habe immer einen Plan und wenn der nicht aufgeht, dann wurmt mich das immer ein bisschen. Oh, jetzt guckt euch das an. Ich glaube, da nimmt man es dann schon ein bisschen so auf die extrem leichte Schulter, so nach dem Motto, ich nehme mal eine Karre, ich nehme mal ein paar Blitzzauber, wofür auch immer, keine Ahnung, Rathausblitzen oder so, oder Clanburgblitzen, aber ist egal, alle Magier turteln hier unten so ein bisschen rum, der Giftzauber absolut verpeilt, also verpeilte kannst du ein Gift nicht setzen, in einer Clanburg Riesen, die gehen natürlich nicht aufs Rathaus, die gehen auf Defenses und lassen sich so richtig schön wegschnitzeln da, grauenhaft ehrlich, also ich habe hier auch gedacht, Leute, wenn wir den verlieren, dann zu Recht, aber dann sowas von unmöglich. Und okay, er hat jetzt noch keinen Warden, den man zünden kann. Also der rennt einfach nur mit und die Truppen haben ein bisschen mehr Heal Points. Aber der Drachen hier, das ist ein Max Drache, der macht sich jetzt und er macht Flächenschaden. Die kleinen Mägerchen mit Level 4, die können dann nicht wirklich gegen anstinken. Also das seht ihr selber. Ich weiß nicht, was ihr in dem Fall machen würdet mit so einem Account, wenn ihr so einen Account habt und so einen Angriff hier hinlegt. Ich glaube, ich würde den Account löschen und einfach mal neu anfangen. Die Zeit hat sich nicht gelohnt, hier auf Rathaus 12 zu gehen. Das ist wirklich ein Rathaus 12er. Leute, es ist unglaublich. Aber in dem Clan hier, da ist es genauso wie bei euch auch. Ihr habt zwar 12er vor euch, aber dann guckt da mal ein bisschen genauer hin. Und dann wird man plötzlich sehen, Alter, was war denn das für ein Zwölfer? Und der ist immer noch im Clan. Den haben die nicht rausgeschmissen. Ja, was ist das für ein Zwölfer? Das ist so ein Zwölfer hier. Ach nee, der war das gar nicht. Das war Nummer 7. Das ist ja unser Team. Das ist ja unser Team hier. Ich habe übrigens einen Zweisterner geholt hier auf die Base. Das war ganz in Ordnung. Wo ist er denn hier, unser 7er? Da ist unser 7er mit seinem Profil. Also echt, Leute, macht sowas nicht. Macht sowas nicht. Dann fangt lieber nochmal neu an. Aber bevor ihr euch in sowas begebt und könnt nicht angreifen. Und ich meine, er hat es wirklich auf die leichte, er oder sie, keine Ahnung. Er hat es auf die leichte Schulter genommen. Und das ist so Turbogrütze hier. Aber okay, das auch daran verdient Clash of Clans oder Supercell sicherlich ein paar Euro. Aber ich meine, hier lohnt sich ja. In so einen Account lohnt es sich nicht mal einen einzigen Gem reinzustecken. Tut mir leid, ich meine, der boostet hier jetzt alles, weil er irgendwo vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr Truppen haben will als 205. Keine Ahnung, es ist so traurig gewesen hier, fand ich. Und so traurig oder so schwer, wie es auch ist, ihr seht das, wir mussten hier oben 3 Bases auflassen. Ich meine, wir haben dann auch leider verloren, 28, 22. Das lag einfach daran, dass dann irgendwelche gemeint haben, sie müssen hier unten den unbedingt auf 3 bringen. Was dann auch nicht gelungen ist, das ist dann natürlich auch sehr uneffektiv, also auch wieder so ein bisschen nervig. Und was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe hier 2 Sterne auf so einer Elver-Base gemacht. Der hatte jetzt einen Adler hier hinten, also ein 2er-Adler ist das. Das erkennt man übrigens an der goldenen Kette. Ein Level 1 hat noch keine goldene Kette. Der auf Level 2 hat hier so eine goldene Kette. Und aber der Rest ist hier halt Grütze. Und hat dann auch Single Infernos hier. Und hier ganz hinten, der stört mich sowieso nicht. Ich will das Rathaus haben. Da ist der für mich Wumpe. Und so kann man es aber machen, glaube ich, mit so einer Truppe. Ist das ganz nett. Keine Mauerbrecher, alles nur mit Sprung und Wut. Also 2 Sprung, 2 Wut. Ich brauche kein Heil, ich brauche kein Cleanup. Ich muss einfach nur 1 oder 2 Sterne holen. Einer reicht hier schon auf sowas dann. Wenn es dann 2 werden, ist es dann schon
nochmal so einen kleinen Goodie drauf, also jetzt so ein bisschen fürs Ego, denn es gibt ja die Medaillen nach wie vor. Ich habe jetzt, glaube ich, hier schon 5 oder 6 Medaillen, die 5 habe ich geholt. Mal sehen, ob es heute Abend noch ein paar mehr werden. Und so, dass ich zumindest den vollen Bonus hier dann bekomme aus der Liga, wo wir später, beziehungsweise von dem Platz, wo wir später landen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, der ist ganz gut gewesen hier. Das passt eigentlich so. Und wo wir dann schon beim Oh mein Gott sind, mal wieder Pause-Taste und Pause-Taste gedrückt. Ja, Pause-Taste gedrückt. Dann hole ich hier mir hier unten noch so ein paar Prozente. King ist noch, die Queen ist noch zündbar. Und Hexen sind eigentlich gut, sind gut unterwegs. Da habe ich auch was fertig gemacht für den Rathaus 11 und Rathaus 12 Bereich, wo ich die mal angetestet habe, weil die aktuell ja auf Rathaus 10, glaube ich, sehr, sehr stark sind. Und ich habe es einfach mal gecheckt, wie sind sie denn im Moment auf 11 und auf 12. Aber ich glaube, auch da kann man die ganz gut gebrauchen. Ich bin heute durch etliche Bases gefahren. Ich muss mal eben schon mal mein Tablet nachladen. Ich bin schon durch etliche Bases gefahren. Ich denke mal, das ist ganz in Ordnung. Zweiten CK haben wir dann gewonnen. Da war das Gefüge dann... Das passte so in etwa, da hatte ich auch ein Rathaus 9 gegen mir gegenüber und ich glaube mit dem 9er nach wie vor bin ich recht stabil. Ihr seht das, 8 auf 8, 3 Sterne, der Gegner hat auch keinen Bock mehr gehabt anzugreifen. Im 90er sieht das schon wieder ganz anders aus, mal eben reinspringen, wie das gerade im 9 oder im aktuellen CK aussieht. Auch da haben wir hier oben wieder 2 12er, das Gefüge passt ganz gut, allerdings habe ich wieder so einen als Gegenüber. Ja, ich denke, das ist machbar. Ich denke, das ist machbar mit dem Golalohn. Da stört mich die beiden 1er Infernos hier nicht wirklich. Wo ist der andere? Irgendwo hatte der hier noch einen rumlümmeln. Oder hatte der nur den einen? Ah, nee, hier hinten ist der. Der stört mich nicht wirklich, muss ich sagen. Ich glaube nach wie vor, hier komme ich mit dem Golalohn ganz gut zurecht, wenn ich diese beiden Lars schaffe und den hier. Mal gucken, da lasse ich mir sicherlich was einfallen. Aber wo ich mir auch was mit einfallen lasse, glaube ich, ist auf meinem anderen Rathaus 9 mit dem Alex, muss ich nämlich jetzt auch ein Rathaus 12 machen. Also kann das natürlich auch ein netter Fail werden. Ich springe jetzt auch mal aufs Tablet und mal gucken, wie ich mich da so schlage. Ihr kennt diese Situation sicherlich, Rathaus 9 auf Rathaus 11 oder Rathaus 12. Ich habe sie jetzt auch mal vor mir. Mal sehen, wie ich mich aus dieser Nummer rausziehe. Ich springe jetzt mal aufs Tablet und zeige euch den Angriff bzw. Planung und dann auch den Angriff. So, das Tabby ist geladen, so ist immer eine doofe Floskel. Aber was heute noch so ein bisschen verändert ist, ihr seht das vielleicht, das hat mich in den letzten Videos, in den letzten Livestreams vor allen Dingen ein bisschen gestört, dass ich ja so ein bisschen weiter nach da, glaube ich, saß, wegen dem hier, den sieht man jetzt gar nicht mehr, den neuen Button hier für News, beziehungsweise neu ist der nicht, der ist ja nur an eine andere Position gewandert. Und was mich aber ein bisschen gestört hat, dass so aus dem Nichts hier mein Mikroarm kam, der kam so aus dem Nichts raus und das hat mich ein bisschen gestört. Da ist aber jetzt, ich will die Kamera jetzt nicht abschneiden nach dahin, habe ich mir gedacht, dass ich meine Kamerapose mal ein bisschen ändere, so ein bisschen dann mein Mikro auch ändere. Ich hoffe, das ist so in Ordnung und man versteht mich ganz gut, man hört mich ganz gut und ich habe mein Tablet jetzt super hier unter mir. Das ist nochmal richtig krass. Mal sehen, ich finde sicherlich nochmal eine etwas andere oder eine bessere Position fürs Mikro, aber im Moment muss es das so sein, für so ein Mikro, was halt von vorne auch eine ziemlich große Membrane hat, da habe ich einfach keine Knete für, oder ich bin halt zu geizig, kann auch sein, denn dann könnte das Mikro nochmal ein bisschen anders kommen, aber ist nicht so schlimm, wir sind hier jetzt auf dem Alex-Account und mit dem muss ich heute ein Rathaus 12 machen. Wir können mal in den alten Clankrieg reingucken, Leute, 67, 66, ich habe zwar schwarz gemalt, dass die Liga so scheiße wird hier für uns, wie sie wird auch scheiße, sie wird auch weiterhin scheiße sein. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber so ist es leider. Aber was hier eigentlich gar nicht passieren kann, der Gegner hat echt gut angegriffen. Die haben wirklich das Maximale geholt und die haben auch im ersten CK in der Liga hier ziemlich viel Sterne gemacht. Da haben wir schon gedacht, Alter, wieso machen die so viel Sterne? Aber ihr seht das, dass der Gegner hat sehr, sehr gut gedreiert. Wenn auch das alles, fast alles Dips sind, weil die unteren konnten nicht wirklich angreifen. Da seht ihr, das sind so die paar Einsterner da. Und im unteren Bereich hatten die nämlich wirklich Low-Rathäuser. Da waren wir natürlich mit unseren Rathaus 9ern absolut im Vorteil. Aber dass hier dann zwei Leute nicht angreifen, das ist natürlich sehr schade. Und ich meine, wir haben es gerade noch so gepackt. Der Hell hat uns hier aus dem Arsch, hat uns hier rausgerissen mit dem 3-Sterner hier. Und auf die Boxbase ist mir auch wieder mal nur ein 2-Sterner gelungen mit Hox. Ich habe etliche Videos geguckt, habe heute Nachmittag nochmal ein bisschen trainiert, aber da hat alles nichts genutzt. Und
macht aber nichts. Die Base hat aber keinen, die hat auch keine Adler, keine Adler-Dev. Und mal sehen, wie er das macht. Er macht das hier mit Drachen. Okay, er macht das hier mit Drachen. Ich gucke mir das mal an und sollte es mir einfach mal merken, denn ich habe die Drachen hier auch schon auf Max-Level für den Rathaus 11er. Nehm ich genau aus solchen Grund hier, dass ich damit auch mal angreife. Den Drachen sind nach wie vor ziemlich stark. Ja, so, jetzt hat er hier unten noch ein bisschen was. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es 3 Sterne wurden. Den können wir jetzt noch mal vermeiden gucken. Ich muss mich mal so ein bisschen... meine Hände müssen noch ein bisschen warm werden. Aber ich glaube, das hat er cool gemacht hier. Hier am Glücksschwein hat der Gegner auch sein Glücksschwein hier in der Base. Auch nicht schlecht. Ist ganz cool. Ich mag das Schwein. Ich mag das Schwein. Soll ja bei mir auch Glück bringen. Mal sehen. Ich habe es ja nur mit einem Account gekauft. Mit den anderen nicht. Und mal sehen, ob es mir auch ein bisschen Glück bringt. Ey, richtig. Der Hell ist so einer, der macht alles. Der macht ganz, ganz viel mit Bad Spells. Der macht ganz, ganz viel mit Bad Spells. Auch wenn hier hinten der Magierturm natürlich jetzt alle, ja leider alle Fledermäuse wegmacht, haben die trotzdem ganz gut was weggepackt und sind auch immer noch hier ein bisschen zugange. Oh, das ist natürlich cool. Ah, jetzt habe ich mir mein Gebimmel an hier vom Desktop-Audio. Das wollte ich eigentlich, nee, das kann ich ruhig anlassen. Ich glaube, dann hört ihr glaube ich auch was, ne? Kann das sein? Dass ihr dann auch so ein bisschen was, ach da, von Elgato ist das ja. Oh, ich muss mein Desktop-Audio doch ausmachen. So, dann hört ihr auch ein bisschen, glaube ich, von dem Sound hier, so ist es glaube ich etwas besser. Also wie gesagt, es gibt immer so kleinere Sachen zu optimieren und ich meine, irgendjemand oder euch stört das sicherlich nicht, aber mit dem Monitorarm, mit dem Mikrofonarm, der da so aus dem Nichts kommt, aber das sind so Sachen, muss ich sagen, da sitze ich dann so vor meinen Videos. Ach, scheiße. Da versuche ich das irgendwie abzustellen. Auch die Kameraposition habe ich heute Abend nochmal geändert. Ihr wisst, oder die mir schon mal zugehört haben, meine Kamera ist nochmal auf so einen Extra-Ständer, also so ähnlich wie der Mikroständer, nur halt für Kameras, und ist nochmal extra am Tisch angebracht. Das hat dann halt den Vorteil, wenn dann mal mein Monitor wackelt oder so, dann wackelt die Cam nicht. Ne? Dann bleibt die nach wie vor genauso starr, wie sie jetzt auch ist. Und sie gehört eigentlich nochmal dann an einen ganz, ganz anderen Tisch oder so, der vielleicht dahinter ist, oder nochmal so ein Klemmbrett oder sowas. Oder an so ein Regal. So kann man das auch machen, so dass du, wenn du da mal mit dem Faust auf den Tisch haust, ich meine, dann bewegt sich auch meine Kamera leicht, aber ihr seht das nicht. Aber so bleibt die immer starr und ist nicht auf dem Monitor, denn wenn der wackelt, wackelt auch die Kamera. Und das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Okay, aber wir gehen jetzt mal rein. Hat er gut gemacht hier, der Held mit Drachen, muss ich mir mal merken. Und der Clankrieg ist eigentlich der, den ich euch angesprochen hatte. Denn das ist der mit den 19 oder 20 Zwölfern. Sie haben einen weggelassen. Mann, haben wir Glück. Sie haben einen weggelassen. Der 19. ist noch ein 20er, ist noch ein 12er. Und darunter kommen erst die 11er. Aber ich darf es nicht vergessen, ich habe hier Freunde. Ja, ist auch ganz, ich finde es immer ganz niedlich. Ich hab hier Friends, ich habe einen einzigen Freund außer Alex, beziehungsweise den Tutor. Ich habe den Leon hier. Grüße, Leon, denn mit dem habe ich eben noch im Discord gequatscht und der guckt jetzt zu, beziehungsweise wenn ich jetzt meinen Angriff mache, er wollte das einfach mal sehen. Kann man mal machen, finde ich, und warum auch nicht, Zuschauerwünsche kann man auch mal erfüllen, ne? Und von daher denke ich mal, machen wir jetzt auch unseren Angriff, dann habe ich wenigstens mal einen Zuschauer. Ich weiß, es wird genauso scheiße wie ich, wie die anderen Angriffe, die ich mit den Rathäusern machen muss gegen so starke Bases. Eigentlich ist das ja ein bisschen was für Hexen, aber vielleicht auch für Valkyren. Ist klar, dass so eine, ich nehme kein Blatt vom Mund, so eine scheiß Base natürlich ein Dreier Adler hat. Und ein Dreier Adler, ihr seht das, der ballert echt nett. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Hockrader dabei habe, aber für irgendwas wird er wohl von Nutzen sein. Und wir starten hier mit dem Queen Walk. Denn ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was gar nicht mal so schlecht ist. Und nehmen hier mal unsere, nehmen wir jetzt eigentlich unsere Mauerbrecher hier rein. Ich muss mal gucken, bis hier auf die Queen so ein bisschen geballert wird, dass ich die ein bisschen in Wut bringe. Und meine Mauerbrecher hier jetzt geradeaus reingehen am Magierturm. Das tun sie auch. Das ist super. Das tun sie auch. Und jetzt gucke ich mal. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Das sieht noch ganz gut aus. Ich bringe die nochmal in Wut hier, die gute. So, King dahinter. Und meine 12 Schnitten, die sollen eigentlich hier reinspringen.
Die sollen da reinspringen, aber erstmal muss der King hier so ein bisschen was machen. Der King muss erstmal ein bisschen regeln, sonst springen die hier nicht wirklich. Ich gucke jetzt mal, wo die hingehen. Es ist volles Risiko, was wir hier auch teilweise gehen. Und mal sehen, ob die da reinspringen. Da muss die irgendwas reinziehen. Ich komme wieder nicht zum Rathaus. Aber vielleicht schaffe ich ja den einen Stern. Das ist ein Single Inferno. Den muss ich irgendwie packen. Der Adler ballert die ganze Zeit. 31%, Leute. Das ist echt unterirdisch. Ja, ich weiß nicht, was soll ich da machen, ey? Es ist doch so scheiße. Es ist doch so krank. Da hast du auch keinen Bock mehr. Da hast du einfach keinen Bock mehr. Was macht's jetzt eine Mauer, ne? Macht's jetzt eine Mauer? Ah, jetzt ballert natürlich das Rathaus auch. Yo. Ach komm, ey. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Es nervt mich einfach nur. Naja. 35%. Kein Stern, keine Marke hier für den Alex. Das ist echt duselig. 36%. Und eigentlich habe ich ziemlich viel gegeben. Ich habe viele Truppen gespammt. Vielleicht ist da eine andere Truppe ein bisschen besser. Hexen wären vielleicht doch interessanter gewesen, aber dort so ein bisschen den Funnel aufrechtzuerhalten, das stört mich jetzt nicht wirklich. Ich baue die Truppe einfach mal nach, denn die ist für 11er und 12er gar nicht mal so schlecht. Ihr seht die jetzt hier mit ein bisschen Queenwalk. Du kommst irgendwie in die Base rein, das bin ich ja auch, auch noch recht unbeschadet. Aber wenn es dann erstmal, wenn die ganze Defensive auf den King ballert, der ist halt nur Level 30, dann wird es dann schon ein bisschen schwieriger und ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Fakt war, dass der Rathaus 8er ja gedeft hat in dem anderen Clan. Das war eigentlich Thema hier. Der Angriff hier sollte noch ein bisschen so ein kleines Goodie sein, dann habe ich es hinter mir. So will ich es mal sagen. Ich hoffe, wir haben es noch vor uns heute Abend, denke ich mal, streamen. Weiß ich noch nicht genau. Aber ich bin eigentlich ganz, ganz guter Dinge. Und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen mit am Ball bleibt. Ich werde immer mal wieder so ein bisschen aus der Liga berichten. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt auf meinem Rathaus 12 zu springen, denn ich habe eben schon gehört, der ist auch mal gedreiert worden. Also auch bei den Spätzles hat die Liga ja angefangen. Bock schwer. Bis dahin. Euer Toto.